Eigentlich haben heute alle schlechtes Wetter vorausgesagt und dass bei der Hanami kommt sicherlich wenig Besucher da sein werden, aber das hat sich ja jetzt als falsch erwiesen. Also so viel wie diesmal, also es sieht aus, als hätte jeder, der irgendwie in den letzten Monaten nicht raus können, jetzt in diesem Moment raus muss und auf die Hanami-Con gehen muss. Und so hat man auch viele wieder getroffen, die hier ja jedes Mal treffen, die schon jahrelang in der Szene sind, aber auch diesmal auch sehr viele, die das erste Mal auf einer Con sind oder seit kurzem auf Con sind. Es ist ja schließlich die erste Con seit der Mosti-Con. Mit leichten Regen begann die Con. Mit starkem Regen endete die Con. Aber dazwischen gab es sehr viel Sonne. Viele der Cosplayer nützten die Lockdown-Zeit gleich, um wiederum neue Kleider zu nähen und neue Kostüme zu bauen. Und gerade bei den Rüstungen, da haben sich wieder ein paar sehr bemüht. Normalerweise sieht man beim Tanzwettbewerb gleich die Moderichtung der Tänze im Jahr. Aber diesmal war es eigentlich relativ unübersichtlich, weil es gab eigentlich von amerikanischen Stilen, koreanischen und japanischen Stil alles.
Wer mehr vom Tanzwettbewerb sehen möchte, es gibt ein eigenes Video dafür. Und zwar geht es hier um zwei Bücher von Clara C. Fate. Und zwar einmal Blutpack Genesis und die Amazonenkönigin. Startgebot liegt bei 5 Euro. Wer will sich dieses Doppelpack hier holen? Irgendwie da, 10 Euro von der Dame in Rosa mit der schönen Brille. Ah, nur der Nachbuch kostet. So, jetzt haben sie es. Gut. Sie vielleicht irgendwo 15. Irgendwo 15 für dieses Doppelpack an Büchern. Scheint nicht so zu sein. Dann zähle ich mal runter zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Vielleicht dem Regen sei Dank oder auch einfach den Umständen, dass viele jetzt lange Zeit nichts kaufen konnten, war die Händlerhalle immer gut besucht und ich glaube, die Händler waren diesmal sehr zufrieden. Ich kenne dich ja von Bildern mit Commissions, aber jetzt habe ich gesehen, du hast ein Buch genau. Bei dir. Genau. Wollen wir jetzt ein bisschen mehr wissen von dem Buch? Also, ich arbeite jetzt seit kurzem als Buchillustratorin für den Verlag Astro Entertainment und die haben jetzt gerade die Buchserie Astro rausgebracht. Und genau, ich zeichne ab Band 4 die ganzen Innenbuchillustrationen. Ich kann dir einen Einblick kriegen. Ein Beispiel, solche Bilder. Genau, die Geschichte, die ist auch recht spannend. Es geht über einen kleinen Jungen, der eben mit weiteren Menschen auf dem Mond leben und eben Abenteuer dort oben erleben. Genau.
also für Jugend ein sehr spannendes Buch. Und man kann sogar so Bundle-Sets kriegen. Man kriegt sehr viele Goodies. Genau, und ich bin eben für die kleinen Illustrationen zuständig. Genau, die Autoren schauen auch drauf, dass es bei der Qualität ist und dass alles so passt, wie sie es haben wollen. Also wirklich mit Herzen alles produziert. Genau, ja. Es ist alles bei der Qualität. Super. Dankeschön. Danke. Ganz besonders interessiert uns natürlich auch wiederum der Cosplay-Wettbewerb. Ich möchte euch alle willkommen heißen zum Cosplay-Contest auf der Hanami-Con. Die erste Con wieder nach Lockdown und Corona. Wir freuen uns alle. Es freut mich sehr, dass so viele gekommen sind. Ich meine, vielleicht sind ein paar von euch und da, weil ihr gerne sitzt. Hat sich gerade gut ergeben. Aber ich nehme jetzt mal an, euch interessiert der Contest auch etwas. Tipps gab es beim Workshop Storytelling für angehende Autoren. Was ist überhaupt wichtig, wenn ich jetzt so eine Story habe? Ich brauche meistens einen Protagonisten oder einen Antagonisten. Also irgendwas,
in wer der gegeneinander spielt. Ja? Was uns auch immer hilft, wenn jetzt nicht so eine große Story, ihr habt da schon gemerkt, das geht so ins Detail, ja? Dass dieses Plotbuilding und Weltenbau und so weiter, da muss man unbedingt mitschreiben und beim Charakterdesign ist dann wieder das Gleiche. Wir arbeiten gerne mit Charaktersheets, ja? Und es gibt verschiedene Tools, die dann eben, wo man wirklich bestimmte Sachen notieren kann, weil wenn ihr selbst irgendwie schreibt, werdet ihr das merken und ihr macht das nicht hauptberuflich, wo ihr davon leben könnt, das heißt, ihr schreibt es jeden Tag, oft schon, dann kommt man mal in Phasen, wo man mal 3, 4, 5 Monate vielleicht nicht so richtig dazu kommt und dann setzt man sich wieder hin und denkt sich, verdammt, welche Augenfarbe hat denn eigentlich der Charakter gehabt? Oder wie stehen die eigentlich in Beziehung zueinander? Und deswegen sind so Charaktersheets ganz gut oder auch die Ela hat damit angefangen, das war eine sehr coole Idee mit einfach so großen Pinnwänden, wo man sich dann wirklich aus dem Internet vielleicht Fotos rausholt von Personen, wo man sagt, okay, die schaut so in der Art aus wie die Person, mein Charakter dort, und da dann vielleicht auch Verbindungen knüpft, ja, wer, wo, mit wem. Damit, wenn ich dann nach ein paar Monaten endlich wieder Zeit habe zum Schreiben, ich nur das aufladen muss und dann mal kurz nachlesen, ah ja, so und so, und die Narbe hat da nicht links, sondern rechts übers Auge gehabt und solche Sachen. Ja. Das sind so Details, wenn ich das im Buch dann, wo jemand das doch in der Bar dann durchliest, nicht richtig habe, dann führt es beim Leser, bei der Leserin und bei der Leserschaft zu Verwirrung. Und dann haben wir so unlogische Fälle. Ja, und wir bauen jetzt da einfach, schauen wir mal, also wir formen jetzt da ein bisschen den Lothar aus und dann könnt ihr eigentlich selbst euren Charakter auch erstellen. Das wäre schon die erste Selbstarbeit quasi, dass ihr einfach euren Charakter nehmt, in diese Welt setzt. Wenn ihr den Charakter schon normal schaut, es ist jetzt 11:44, gut, immerhin. Schauen wir mal den Lothar, der ist jetzt der Gott oder auch nicht Gott, die Legende, die irgendwas für die Welt getan hat mit seiner ihrer Magie, der die das. Für ihn gibt es ja keine Zeitzeugen mehr, oder? Der ist schon so lange her. Das heißt, er ist eigentlich der erste Magier, der angeborene Magie hatte. So wie das jetzt angesetzt. Okay. Das bedeutet aber, dass er auch in der Stadt verhasst sein muss. Eigentlich schon, er muss dann ein Gott vom Land sein. Ja. Vielleicht mag die Stadt generell die Bezeichnung Gott nicht so sehr. Ich glaube, dass er als Gott verehrt wird, aber gar keiner ist, wird im allgemeinen Sinne gesprochen. Wenn wir sagen, er war der erste Magier mit angeborener Magie, dann hat er sich vielleicht selber zum Gott gekrönt. Ich weiß noch. Oder mit einem vergöttert. Jeder sagt, er ist der erste Magier, er hat die Magie zu uns gebracht. Er muss was Besseres, was Höheres sein als wir. Vielleicht ist dann irgendwie die Aufgabe, den Ursprung der Magie einzufinden. Ja, da hoffen wir jetzt aber wirklich, dass wir die nächsten Cons wieder besuchen können, dass es nicht wiederum irgendwelche Lockdowns gibt, denn wir wollen wiederum sehen, was es Neues gibt unter den Cosplayern.